Hallo, in diesem Video möchte ich dir das Tool Sistrix vorstellen. Sistrix ist ein Tool, um die digitale Sichtbarkeit zu prüfen. Das kannst du für deine eigene Website tun oder auch in der Mitbewerberbeobachtung, denn der Vergleich mit Mitbewerbern ist immer ziemlich interessant in diesem Bereich und das zeige ich dir anhand des Beispiels Zalando and About You. Hier nochmal erstmal, was ist das überhaupt? Hier wird der Sistrix Sichtbarkeitsindex erklärt und das ist eine Kennzahl für die Sichtbarkeit einer Domain in den Suchergebnissen von Google. Und das heißt, du willst mit der Nutzung des Tools quasi erkennen, wie aus Google-Sicht deine Website im Mitbewerbervergleich abschneidet. Jetzt ist Google natürlich als Blackbox bekannt, wo man nicht unbedingt einschauen kann, wie die Google-Algorithmen dazu führen, dass im Ranking in den Suchergebnissen deine Website möglichst weit oben ausgeliefert wird. Aber Sistrix bildet quasi den Rahmen nach, wie Google denkt und arbeitet. Und so hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du in dieser Analyse misst, dass das auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass du mit deinen Suchmaschinenergebnissen ähnliche Resultate erzielen wirst. Hier ist es nochmal sehr ausführlich beschrieben. Ich werde diesen Link auch nochmal mit dir teilen. Das ist natürlich kein statischer Wert, dieser Sichtbarkeitsindex, sondern ist der ist davon abhängig, wie Google eben auch die Updates macht. Und wir sehen hier am Beispiel About You, dass der organische Aufbau im Sichtbarkeitsindex hier nach und nach erfolgt. Es kann allerdings auch sein, dass hier Paid-Maßnahmen dahinter stecken. Und das ist jetzt an dieser Stelle nicht ersichtlich. Hier ist jetzt erstmal nur der Sichtbarkeitsindex erkennbar, wie er sich vermutlich für die Google-Suchroboter auch ähnlich darstellt. Richtig interessant ist diese Sichtbarkeitsanalyse wie hier, wo ich im Benchmarking der besten Mitbewerber im digitalen Bereich mich messe. Hier geht es um Tierfutter. Von Fressnapf zum Beispiel zu Royal und Zoo Plus wird hier verglichen. Und wir sehen, dass hier im Verlauf von 2015 bis 2020 eine dynamische Entwicklung erkennbar ist zwischen diesen drei Wettbewerbern. Und wir sehen, dass am Ende der blaue Peak konstant oben ist. Das ist der von Zoo Royal. Und der grüne Peak ist von Fressnapf.de. Und der rote ist von Zoo Plus. Die steigen zum Ende hin wieder auf, aber man weiß nicht, ob das ein dauerhafter Anstieg ist. Etwas stabiler sieht die Position von Zoo Royal aus. Also ich denke, in diesem Vergleich ist Zoo Royal der Sieger in diesem Wettbewerb. Aber das heißt natürlich nicht, dass das auf Dauer auch zu halten ist. Man muss was dafür tun. Zum einen an der eigenen digitalen Sichtbarkeit arbeiten mit Content Marketing, mit Social Media und mit SEO-optimierten Beiträgen und Maßnahmen. Und zum anderen muss man natürlich auch sich auseinandersetzen, wie die Google-Updates die Sichtbarkeit verändern. Das heißt, man muss sich auch beständig anpassen an den Wandel, wie die Algorithmen bewertet werden. Ihr habt natürlich auch noch Alternativen, zum Beispiel über Google Search Konsole ähnliche Analysen zu machen und die Erkenntnisse abzugleichen. Natürlich kann man auch mit Google Analytics gute Erkenntnisse erzielen. Also ich denke, die Stärke am Sistrix Tool ist, dass viele komplexe Einflussfaktoren sehr vereinfacht dargestellt werden. Man kann natürlich das Ganze auch mit 10 Tools manuell machen. Aber in diesem ist, wie gesagt, die visuelle Darstellung auch nochmal ein Riesen-Pluspunkt. Wir schauen uns das gleich an. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, wird hier auch nochmal erklärt, wie dieser Sichtbarkeitsindex sich berechnet. Dazu geben Sie 3 Schritte vor. Im ersten Schritt erheben Sie die Suchanfragen für 1 Million Suchanfragen für Keywords, um überhaupt erstmal Ihre Datenbasis zu füttern. Und damit haben Sie 100 Millionen Datenpunkte schon mal in der Datenbank als Grundlage für den Sichtbarkeitsindex. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Berechnung aus der Gewichtung der Datenpunkte nach dem Suchvolumen des Keywords.
und der Klickwahrscheinlichkeit. Und im dritten Schritt werden dann diese Werte für die Rankings auf eine Domain aufsummiert. Also die Summe aller Werte ergibt dann den Sichtbarkeitsindex und dieser wird automatisch ermittelt und wie gesagt, ist veränderlich. Es werden einige Länder unterstützt, 30 sind es, um genau zu sein. Und die Erhebung des Sichtbarkeitsindex ist schon seit vielen Jahren der Standard. Also 2008 lese ich hier als die ältesten Werte, aber Japan zum Beispiel ist erst 2019 dazu gekommen. Und hier seht ihr auch, wie so ein Google Core Index hier zum Beispiel Update in diesem Jahr 2020 auch die Datenanalyse verändern kann, hier am Beispiel von gelbeliste.de. Und auch im Smartphone-Bereich gibt es nochmal verschiedene Bereiche. Hier wird zum Beispiel sparkasse.de gemessen. Wahrscheinlich ist das die Desktop-Version und hier die Mobile-Website-Version. Und bei vielen Analysen ist heute Mobile First. Das heißt, dass die mobilen Devices vorrangig die Ergebnisse ausgeben in der Datenanalyse. Hier sind auch noch mal einige Fragen im Detail erklärt, aber das ist, denke ich, reicht erstmal zum Einstieg, um zu verstehen, wie das Tool funktioniert. Es gibt viele Hilfestellungen mit Frag-Sistrix, Seminare, Videos, Talks, Tools, SEO-Strategie. Also es ist sehr umfangreich und die Preise liegen, glaube ich, jetzt bei 100 Euro pro Monat. Und es gibt die Module SEO, Links, Optimizer, Ads, Social und Marketplace. Man kauft eben das Modul ein, was man braucht, aber man hat eben dann auch eine Ersparnis ab dem dritten Modul, spart das. Ja, und es ist ein Bonner Unternehmen. Man kann einfach anrufen bei Fragen. Es gibt auch noch umfangreiche Themen im Blog, um reinzukommen für die Anfänger. Und da werden auch zum Beispiel die Core-Updates nochmal kommuniziert. Und es gibt natürlich auch noch ein Newsletter. Es gibt auch mal Tipps zur SEO-Strategie. Also wer sich da nochmal tiefer einlesen will, kann das hier sicherlich machen. Zum Beispiel auch so Punkte wie Konkurrenzanalyse oder Keyword-Analyse, was ja einfach das Handwerkszeug ist, was man kennen muss. Hier zum Beispiel werden die Wettbewerber Audi und Fressnapf ergänzt. Und so gesehen, schaut euch da mal um, was da noch interessant ist für euch im Blog. Ich denke, es ist immer gut, von qualifizierten Kennern die Inhalte zu lesen, weil man dann direkt auf einem hohen Wissensstandard ist. So, jetzt schauen wir uns das Ganze aber konkret und live an. Hier ist dann das Entree. In diesem Suchschlitz kann ich meine Begriffe eingeben oder eben auch direkt die Erkenntnisse. Wir machen das jetzt mal am Beispiel Zalando und wir gehen da mal rein und schauen uns das an, wie diese Analyse aussieht. Wir sehen hier den Überblick im Dashboard. Ich mache es mal gerade etwas kleiner. Hier haben wir die Leiste mit den unterschiedlichen Funktionen. Das Relevante ist eigentlich in der obere Bereich, also der Sichtbarkeitsindex, der für sich alleine natürlich wenig aussagekräftig ist, sondern im Vergleich mit den Mitbewerbern aussagekräftiger liegt. Und auch den kann ich mit Mobile und Desktop nochmal unterscheiden. Er liegt aber auch nur geringfügig auseinander hier bei Zalando. Ich sehe, dass es bei den organischen Keywords eine Anzahl gibt von 850.000. Anzeigen werden geschaltet 6.342. Und bei den Links, bei den Backlinks sehe ich, dass es 8 Millionen sind, also über 8 Millionen. Und dass 15.000 Domains vernetzt sind und 5.000 Netzwerke. Social-Bereich wird natürlich sehr stark gemacht mit Social Media, mit Facebook, mit Pinterest und Instagram. Aber das ist nochmal ein extra Bereich, der in einem separaten Verzeichnis dargestellt wird. Die Domain-Übersicht zeigt, dass die Top-Länder Deutschland
Schweiz und Österreich sind. Und hier sehen wir das Zalando in den Top 10 Rankings bei Google, da wo alle hinwollen. Eine Anzahl hat von 432.911 und auch mit steigender Tendenz. Das ist wirklich richtig gut. Und hier kann ich zum einen mir anschauen, was die Top-URLs sind, also Outlet oder Damen haben wir jetzt, Damen, Outlet und so weiter. In der Verteilung ist es aber die Startseite im überwiegenden Bereich. Top-Verzeichnisse hier nochmal aus der Sicht der Verzeichnisstruktur der Links mit Outlet, FAQ, Damenschuhe etwas ähnlicher. Und hier sind nochmal verschiedene Top-Hosts auf der Website gesamt. Also am meisten interessiert eben die Gesamtdomain. Und wir können hier eben erkennen, ob der Traffic so geführt wird, wie wir uns das wünschen, oder eben auch dementsprechend Korrekturen durchführen. Die Analyse startet hier im Sichtbarkeitsindex ab 2009. Und wir wissen ja, Schrei vor Glück war eine riesen Einführungskampagne mit Zalando, die auch von zahlungskräftigen Investoren begleitet wurde, sodass wir einen steten Anstieg hier sehen. Dann gibt es Faktoren, vielleicht war hier ein Website-Relaunch oder eine Änderung im Marketing-Management oder auch Google-Updates, die das verändert haben, dass es hier kleine Einbrüche gibt. Aber wir sehen sonst, dass der Verlauf sehr statisch nach oben geht. Auch hier sehen wir nochmal einen Niedergang in der Kurve. Auch das wäre jetzt erklärungsbedürftig. Wir können uns auch hier mit der Analyse immer nochmal Auszüge größer ziehen, wenn wir genau den Abgleich mit Kampagnen suchen oder Erklärungen suchen, was an diesem 10.02.2020 passiert ist. Dann kommen wir zu den interessanten Rankings bezüglich der Keywords und die sortiert man in der Regel nach Suchvolumina. Also die Keywords mit einem hohen Suchvolumina sind natürlich besonders interessant, weil ich damit natürlich Website-Traffic von Google auf meine Website lenken kann. Interessant ist auch nach Wettbewerb, also wenn eine hohe Wettbewerbsdichte da ist, dann steigt auch der CPC, also Cost per Click. Wir haben hier zum Beispiel einen Cost per Click, ist ja irgendwas richtig teuer. 2 Euro ist eben der Bikini als Keyword. Ja, jetzt kommen wir in die Sommersaison, da ist das natürlich attraktiv. Wir sehen im Trend hier auch einen Verlauf, dass zum Beispiel im Dezember nur 22% der Nutzer dieses Keyword brauchen vom Gesamttraffic. Aber jetzt im Juli ist es bei 90%. Also Juli ist die Hochzeit für Bikini. Und so kann es natürlich auch sein, dass Produkte natürlich unterschiedliche Saisons haben. Die URL-Struktur sehen wir hier sauber aufgeführt. Direkt nach der Domain erfolgt das relevante Keyword. Hier auch nochmal feiner differenziert nach Größen. Und wir sind hier immer im Top-Ranking. Also hier ist Zalando auf Nummer 1. Und wir sehen die Domain und das Suchvolumina. Das können wir uns natürlich jetzt nochmal größer machen, dass wir diese Keyword-Analyse nochmal differenzierter untersuchen, weil gerade das ist ja im Content-Marketing ein wesentlicher Faktor, wie ich erkennen kann, ob ich die richtigen Keywords auch einsetze. Es bringt nichts, wenn man lange Texte schreibt und die Keywords sind schwach, aber bei richtig guten Keywords ist das natürlich sehr attraktiv. Und so kann ich mit diesen verschiedenen Filterpositionen je nach Frageform spielen und die danach sortieren. Eben auch interessant ist die Position. Die Position 1 ist natürlich das, worauf man richtig stolz ist. Besser geht nicht. Und wie wir sehen, hat Zalando da einiges zu bieten. Also das muss man erstmal hinkriegen, auf Position 1 zu sein in so vielen Keywords. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das ist natürlich auch einer der Player, von denen man lernen kann. Man kann dann eben auch nochmal die Chancen sich anzeigen lassen, aber das dauert einen Augenblick, bis er die Daten lädt.
Und man kann natürlich nochmal im Wettbewerbervergleich da durchgehen. Also je nach Fragestellung kann ich diese Funktion links bedienen. Hier haben wir zum Beispiel das Label Ulla Popken, was stark nachgefragt ist. Große Größen, Chico oder auch Peter Hahn. Jack Wolfskin sehen wir hier, Skechers, One Piece, Madeleine und so weiter. Gary Weber. Und auch das sind gute Erkenntnisse, wo Zalando abgleichen kann, wie stark die Marken nachgefragt werden. Ich schaue mal gerade, ob ich für Social Signals auch freigeschaltet bin. Ich bin hier in einem Testmodus von Sistrix, da ist nicht alles enthalten. Und ich sehe, wie sich das hier jetzt gerade aufbaut. Auch hier gab es Veränderungen im Ranking. Vermutlich wurde bei Facebook eine Veränderung durchgeführt, so wie sie regelmäßig Fake-Accounts aussortieren, verändern sie auch andere Faktoren im Algorithmus. Auch das ist wieder eine eigene Thematik. Da ist Facebook ähnlich eine Blackbox wie Google darin, wie man Einblicke in die logischen Zusammenhänge der Suchalgorithmus erkennt, die natürlich auch dauernd geändert werden, weil es immer auch mehr Missbrauch gibt. Aber so sehen wir, dass hier die Social Signals, die auch wieder auf die digitale Sichtbarkeit einzahlen, insbesondere auch durch Interaktionen gefördert werden. Also hier sehen wir jede Menge Likes, nämlich fast 400.000. Wir sehen fast 60.000 Shares und wir sehen fast 30.000 Kommentare. Man sieht schon, dass das sehr differenziert ist und ich könnte jetzt mit dem Tool je nach Frageform verschiedene Analysen fahren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, noch besser zu werden. Und ich sage euch, man kann die Zeit dabei vergessen, weil es ist, wenn man einen Forscherdrang hat, schon auch ziemlich spannend. So, jetzt zeigen wir das nochmal konkret, wie sowas auch aussieht, wenn wir Mitbewerber vergleichen. Zum Beispiel hier Zalando versus About You. Und es ist wieder gestaffelt nach dem SEO-Modul, Social Signals, nach dem SEM-Modul und Universal-Modul. Also die obersten Positionen halte ich für die wichtigsten und im Zweifelsfalle würde ich mich darauf beschränken, um mich nicht zu verzetteln mit zu viel Kennzahlen. Das kann nämlich auch verwirren, wenn man zu viel Daten im Überblick hat. Dann verliert man oft wieder den Fokus auf die wichtigen Sachen. Wir sehen also, dass hier Zalando insgesamt im grünen Bereich ist. Grün zeigt mir jetzt natürlich, dass sie eine Vorreiterstellung haben. Aber es ist auch ein unfairer Vergleich, muss man sagen. Zalando ist viel größer als About You, wenn man das von Anzahl, Umsatz, Mitarbeiterzahlen vergleicht. Dann ist About You ein Nachzügler, der aber auch extrem auf Influencer-Marketing gesetzt hat und auf Online-Sichtbarkeit. Und Zalando ist da, wie gesagt, älter und stärker bestückt finanziell. Und so gesehen ist es ja ein Vergleich, wo erwartungsgemäß Zalando.de abschneidet, wenn man das auch mit betriebswirtschaftlichen Zahlen vergleicht. Also wir sehen, dass im Sichtbarkeitsindex Zalando deutlich größer ist bei den indexierten Seiten, bei den Keywords und auch bei den Top-10-Positionen. Und auch bei der durchschnittlichen Position ist Zalando auf Platz 22 und About You auf 25. Aber ehrlich gesagt, hier ist der Wert gar nicht so weit auseinander. Zwar ist hier die Sichtbarkeit des Ergebnisses in Form von Grün und da in Form von Rot sehr plakativ, aber wie gesagt, die Zahlen liegen eigentlich ganz nah beieinander. Auch bei Social Signals sieht man, dass About You schon mächtig ist aufzuholen. Die haben da auch eine Chance, weil die, wie gesagt, auch mit ihren Influencer-Stories viel Potenzial haben. Hier ist Instagram leider noch nicht bei den Social Signals aufgenommen. Auch das wäre interessant, weil Instagram sehr starke Engagement-Raten hat und sicherlich auch stark auf die digitale Sichtbarkeit einzahlt, vermute ich. Hier sind die Keywords. Auch hier ist Zalando deutlich im Vorteil mit 6.000. Nein, Entschuldigung, andersrum. About You ist im Vorteil. 13.000 Keywords im Vergleich zu 6.000. Also wir sehen, hier hat auch die kleinere Firma About You die größere überholt.
Die haben sich schon eine eigene Strategie zurechtgelegt, um sich auch zu differenzieren und an anderen Schalthebeln zu arbeiten, wie Zalando. Und auch die Tracking-URLs sind höher in der Anzahl, wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, ob das auch eine Auswirkung hat auf die digitale Sichtbarkeit. Aber wenn es hier erfasst wird, scheint dem so zu sein. Hier ist auch nochmal die Frage, wie sich diese Anzahl der Keywords von diesen hier oben unterscheidet und warum Zalando hier keine Bewertung, keine Kennzahlen hat. Da müsste man jetzt nochmal tiefer reingehen und diese Fragestellung untersuchen. Es ist ein sehr umfangreiches Tool. Ich wollte euch zeigen, wie Sistrix arbeitet. Ich habe euch erklärt, was Sistrix ist, wie man es anwendet und hier auch nochmal im Mitbewerbervergleich, wie man die Kennzahlen misst. Ziel ist natürlich, das nicht nur einmalig zu messen, sondern als dauerhaftes Messinstrument zu nehmen und sich selbst, ähnlich wie beim Golf, immer wieder zu verbessern und auch daraus zu lernen. Und auch natürlich immer wieder zu erkennen, wie Google die eigenen Online-Marketing-Ergebnisse bewertet und auch mit den Updates zurechtzukommen, weil man da auch die eigenen Strategien aktualisieren muss. So, ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war spannend und ihr habt einiges gelernt, wie ihr eure digitale Sichtbarkeit prüft und mit datenorientierten Analysen messt. Viel Erfolg beim Testen und das war's für heute. Ciao!